Ja, ihr seht das richtig. Ich probiere mal etwas aus. Habe die Idee dafür in Anführungszeichen von einem Klassenkameraden bekommen und ich probiere es einfach mal aus, ob es funktioniert. Lol. Starte halt zweimal. Ja, Clash Royale. Wie gesagt, ich guck mal an, weil normalerweise habe ich ja nicht so viel Speicherplatz. Hier auf meinem Gerät. Due to simple plans. Oh, und da geht's doch schon los. Tutorial. Willkommen bei Clash Royale. Herausforderer, lass uns zunächst ein paar Trainingskämpfe absolvieren. Okay. So ein bisschen kenne ich das Spiel schon. Also zumindest habe ich es oft gespielt, selber aber noch nicht. Also ist das hier ein bisschen neu. Du sollst den nehmen und dahin ziehen, ja, das ist mir klar. Quatsch. Natürlich hat man diese Karten hier nicht direkt am Anfang. Zumindest denke ich das. Oh, okay. Ich hoffe, das Spiel ist jetzt mal nicht so laut. Das weiß ich leider nicht. Nee, nee, nicht gefallen. Danke. So, dann knall ich dich dann nochmal weg. Oder auch nicht. Probier jetzt mal mit dem Bomber. Nice. Und wir haben es geschafft. Yay. Oh gut, ist natürlich auch nicht so schwer. Ich mach das Spiel doch mal ein kleines bisschen leiser, damit man mich ein bisschen besser, ein bisschen viel besser hört. Tut mir jetzt halt leid. Ich weiß nicht, wie es am Anfang war, aber... Oh mein Gott. So, jetzt. So. Machen wir das mal auf. Ne, ich warte jetzt einfach mal. Ich will nicht gleich den Scheiß am Anfang verschwenden. Ich habe mal Clash of Clans gespielt. War ziemlich interessant. Mal sehen, wie das Spiel so wird. Gold. Und ein Ritter. Und Pfeile. Also wir können das natürlich verbessern jetzt. Wir das doch gleich mal. Oder beziehungsweise sollen wir gleich mal machen. Nice. Level 2. Jetzt schon? Ne. Ich will die Pfeile noch machen. So. Nice. Jetzt können wir kämpfen. So, Karteneinsatz kostet Elixier. Ach nee. So, wer fängt an? Mal sehen, was du drauf hast. Alles klar. Sprechen kann ich mit dem Typen natürlich nicht. Ich sehe leider auch meine Aufnahmezeit hier nicht so gut. Ups, das wollte jetzt nicht. Ne, nicht darunter. Okay, so fängst du an. Das mal wieder in die Mitte, da sehe ich das ganz gut. Den Feuerball knall ich da mal hin. Leider nicht ganz gut gezielt. Alles klar. So, nochmal. Kann ich dich schon? Ja, ich kann dich auch schon machen. So. Ach, danke schön. Viel Spaß mit dem Feuerball. Tot. Wow, das war sogar einfacher als das erste Match. Yeah. So, wir machen die Kiste auch nochmal auf. Ich habe übrigens mal geguckt, das Spiel hat 90 Megabyte.
Also ich weiß nicht, wie ich hier aufnehmen kann, beziehungsweise ob ich mein Intro davor packen kann oder ob mein Intro nicht davor kommt, wie bei Splatoon. Das werden wir dann mal sehen. So. Musketieren. Seltene Karte, cool. Achso. Gucken wir uns das an. Lass dich von der fein zurechtgemachten Frisur nicht beirren. Die Musketiere lässt es gerne ordentlich knallen. Mhm. So, dann würde ich mal sagen, kämpfen wir nochmal. Gegen Mike. So. Ich warte. Oder auch nicht. Ich fange gleich mal so an. Okay. Ach, das sind jetzt zwei. Ist ja natürlich auch cool. So unterstützen wir den Riesen, oder? Nice. Frissen Feuerball. Wobei ich das eigentlich auf die kleine Festung machen sollen. Perfekt getimt. Oder auch nicht. Komm schon, Alter, gib einen irgendjemanden her. Wobei, nee. Mach ich mal lieber den Ritter hin. Der hält ein bisschen mehr aus. Boah, immer der da langklatscht. Alles klar. Ich habe übrigens auch gesehen, es gibt eine sozusagen Minecraft-Version dieses Spiel. Aber das sollte ich mir nicht runterladen. Ey. Weiß nicht, bringt ein Pfeilhagel darauf was? Ich mache einfach mal. Ja, Flächenschaden. Das ist dumm. Jetzt kann ich mich nicht verteidigen. Gut, brauche ich auch nicht so. Zumindest noch nichts. Yay. Auch wieder alle drei Kronen. Also der Anfang ist noch ziemlich leicht. Es war bei Clash of Clans so, war es aber eigentlich auch so. Von daher, naja. Mal sehen. Hier. Oh, ja, es gibt auch echt viele Karten hier. Mhm. So, dann öffnen wir die Truhe. Und das hier natürlich viel Gold. Pfeile. Und Ritter. Schön. Wo geht's? Wir wollen ja noch ein bisschen machen, ja. Ich glaube, ich werde die Parts vielleicht so 10 Minuten lang machen. Dann sollte ich das auch noch schneiden können. So, womit fangen wir denn an? Ja, fangen wir gleich mit dem Feuerball an. Natürlich mal, wenn nicht gerade gut gezielt ist. Okay, mache ich das selber. Ich schicke ihn noch an Bomberziffer. Oh. Okay, die sind da drüben aber echt schnell gestorben. Was mache ich da jetzt so? Schick dich darüber. Man soll natürlich auch immer aufpassen auf sein Elixier, dass man nicht zu wenig hat. Deshalb lasse ich die erstmal machen. Schick den da jetzt hinterher. Das blöd war, komm, gib drei her, Alter. Zur Verteidigung sind Pfeile immer gut. Zumindest habe ich das so beim Zuschauen nochmal so gesehen. Der spielt schon viel besser, der Typ. Aber die Gegner sind noch zu schwach. Hilf mal. Hilf mal. Ah, ist klar. Also eins haben wir schon. Ich muss mal Pfeilhagel da drüben hin. Weil unsere Verteidigung ist ja im Gegensatz zu den Entities noch stark genug. Zu halten, da brauchen. Oh, okay. Dann warte ich einfach mal. Komm, gib her, gib her. Mach's einfach voll.
So, das hat es vor. Alles klar, Feihagel. Nick. So, das finde ich ist eine ganz gute Taktik. Ah, verdammt, falsch. Nein. Yay. Nochmal alle drei Kronen. Wir haben es noch geschafft in der Zeit gegen Klaus. Eine Holztruhe bekommen, die wir jetzt noch schnell öffnen. Und dann war es das erstmal mit dem ersten Part hier. Und dann gucke ich mal, wie es ankommt so. Na komm. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wir bekommen aus der Holztruhe wieder ein bisschen Gold. Bogenschütze. Und ein Drachenbaby. Oh, cool. Ja. Drachenbaby. Fliegende Einheiten, die Flächenschaden austeilen. Drachenbabys kommen sehr niedlich und sehr hungrig aus dem Ei und sind verrückt nach gegrilltem. Alles klar. Aber das war's, ups, nein, doch nicht. Wir können die Bogenschützen verbessern. Ja, geht doch. So, das war's aber erstmal mit dem ersten Part. Wir sehen uns im nächsten Part von Clash Royale wieder. Mann, hat so keinen so schönen Dings. Egal. Tschüss, tschüss.